Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. Kehre zu Chenins Werkstatt zurück. Ja. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Scheiße, was ist denn jetzt los? Fortzahlung. Was? Das sind Anarchisten. Moment. Warum ist denn da die Tür zu? Und der Anarchist ist der Freund des Hungers. Der Genosse des Mangels. Da kommt gleich wieder was Großes. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Gib auf! Scheiße, okay, alles klar. Es sind richtig, richtig viele. So, wo seid ihr sonst noch? Was? Oh! Ich hab keine Ahnung wo. Warum kann ich denn da jetzt nicht rauf? Kehre zu Chenlins Werkstatt zurück, okay? Huch, warum ist denn dazu? Die Vienne ist eine Betrügerin. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Ah, oh, es riecht nach Ärger. Oh no, und da steht ein... Was ist das, ein Bronco? Okay. Wisst ihr was? Wir sind mal vorsichtig. Okay, alles gut. Tatsache, da ist ja schon einer. Errungenschaft mehr für Geld. Hier. Danke. Super, Achtung. Ja, danke, gut. Danke. Da stehen allerdings auch noch welche. Das ist nur das Pferd. Ja, kommt mal her. Oh, was ist das? Moment. Hä? Da kommt ihr mal her. Ich habe da eine ganz tolle Falle hingelegt. Ja, komm mal hier rüber. Warum kann ich denn da nicht hochspringen? Ach, so ein Mist. Okay. Vorsicht! Und da hinten ist auch noch jemand. Was ist das denn da? Aua. Oh, verdammt, was ist das? Oh, ein Seifengeschütz. Schon dabei. Super. Dauert noch ein wenig. Da war doch noch einer. Oh Gott, ich kann hier nicht rüber. In letzter Zeit kommen hier eine Menge komischer Ideen. Munition. Danke sehr. Hier, bitte. Prima. Aber die kommen wohl nicht mehr weiter bis hierhin. Komm bloß nicht von hinten. Komm schon, warum kann ich nicht nach oben? Der Genosse des Mangels und der Spießgeselle. Alles gut. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Komm schon. Das war's gar nicht, das ist noch genug. Gott, erstmal 3000 Mal vorbeischießen. Leidenschaftlich vergolten. Schon wieder ein neuer Erfolg. Ich habe nur noch 20 Munition. Großartig. Brauchen wir hier was? Ja, auf jeden Fall mal durchsuchen. Wie, war es das wirklich schon? Ich habe doch was gehört. Geht's dir gut? Au, was ist das? Oh nee, da ist schon wieder einer von denen. Geh fliegen, los doch.
Der lebte immer noch. Okay, fangen! Danke. Was haben wir da jetzt? Oh, es sind immer mehr. Das ist der. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Das ist nett. Unter den geringeren Tieren aufrechterhalten soll. Dann gibt es die Kühe, die Nutztiere. Sie liefern Fleisch, Milch und sie arbeiten. Und dann gibt es noch die Hyänen, die Unruhestifter, die immer nur die Pferde scheu machen. Da war ein neues Salvengeschütz, wie schön. Okay, gibt's bestimmt noch was ich jetzt nicht gelootet habe. Ich gehe mal erst gucken. Ja. Ich habe nur noch 20. Das ist schade. Ein Apfel. Ein Hotdog. Warum haben sie die alle niedergemacht? Mensch. Das haben die Leute aber hier nicht verdient. Naja, wenigstens Essen ist noch ein bisschen da. Für mich jetzt. So, Munition fürs Repetier. Und für die Schrotflinte. Ja, das ist gut. Nach dem hatte ich schon geguckt. So, und hier lag nichts mehr. Hier liegen noch ein paar schöne Fallen, aber leider, naja. So, was haben wir denn da? Ein Salvengeschütz. Ja, und da war noch ein bisschen Salz. Gibt es hier noch was in diesen Kisten auf dem Tisch? Nein. Nun gut, dann gehen wir da jetzt mal hin. Warum konnte ich jetzt plötzlich diese Dinger nicht mehr nehmen? Das fand ich jetzt aber sehr ungünstig plötzlich. Maschinengewehr nehmen? Nö. Nö. Obwohl hier so viele liegen jetzt. Macht eigentlich Sinn, ne? Das dann mitzunehmen. So, hier könnte jetzt noch was drin sein. Aha, das Repetier. Sehr schön. Maschinengewehr. 20 von 13 noch da. Höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Komme ich nicht hier rüber? Was quält ihr euch, frage ich. Eine Kuh kann kein Löwe sein. So. Und warum solltet wunderschön. Ihr das? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? Nee, da werde ich sicherlich nichts kaufen. Eure Arbeit, esst euer Essen. Ja, ich sehe es schon kommen, Ich werde so oder so jetzt eine andere Waffe nehmen müssen. Wobei, gab es hier hinten nicht Karabiner? Da gucke ich doch mal eben. Irgendwo hatte ich doch Karabiner stehen, oder? Nee, hier liegt nur noch ein Salvengeschütz. Salvengeschütz hätte jetzt wie viele? 23, immerhin. Und ich weiß, da hinten lag noch was mit Salvengeschütz. Moment, dann gehen wir noch mal dran vorbei. Okay. Hier liegt nämlich ein Salvengeschütz noch rum. Aber das können wir nicht nehmen. Nee, ich bin wahrscheinlich voll jetzt. 24 in 20 ist nicht gerade der Kracher. Naja gut, wir werden mal sehen, wie weit wir damit kommen. Was er auch immer hier labert, es wiederholt und wiederholt und wiederholt sich immer und immer wieder. So, Chen-Lin, wo bist du? Ich meine, ich darf ja nicht vergessen, dass wir uns eigentlich gerade in einer alternativen, in einem alternativen Columbia befinden, ne? Vielleicht tatsächlich damit auch in einer alternativen Realität. Also wieder einmal auf der Suche nach Chen-Lin. Noch nicht. Keine Maschinen. Keine Geräte. Oh, das stimmt. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Kein Gewummer bisher. Oh nein! Der Altar ist weg. Der Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock.
Super. Das heißt, Chen Lin hat seinem Glauben abgeschworen und glaubt jetzt hier an diese Comstock-Sekte? Oder ist dieser Sekte zumindest beigetreten? Ich habe eine große Waffe in der Hand. Sei lieb zu mir. Oh, hier sieht es wirklich komplett anders aus. Und was ist jetzt los? Warum ist er instabil? Oh, er ist irgendwie hier, aber doch gleichzeitig nicht hier. Und wir könnten ihn aber in einer anderen Version, einer anderen Realität manifestieren, oder wie? Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Hä? Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Gar nicht? Wir können natürlich mal nach unten gehen. Ja, willst du wirklich? Zu Mrs. Lin, die habe ich da unten aber Heile übrigens auch nicht Mann. Gesehen. Oh. Beruhige seinen Geist. Lindere seine Last. Bring mir Chen Lin zurück. Ist es jetzt eine andere Frau als vorher? Hallo? Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist da ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte... Ja, dann vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Mhm, super. Elizabeth sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Wie geht's eigentlich meiner Hand? Anscheinend ziemlich gut. Shantytown. Ja, wie gut, dass ich doch keine Karte von diesem Ganzen habe. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Ich muss sagen, aktuell, Hauptsache wir haben kein Nasenbluten, oder? So, Shantytown. Oh nein, bitte Leute. Alles klar. Was? Der war noch nicht tot? Das ist doch Zeit. Wo ist denn noch einer? Gott. Na, noch einer? Wohl nicht. Verdammte Hacke. Das sieht nicht gut aus. Insbesondere das, was er mit seinem Fuß gemacht hat. Ich weiß schon warum. Guck mal, hier ist eine unsichtbare Wand. Und selbst wenn ich mich abducke, kann ich hier nicht näher rein. Es geht weiter. Die Tode mit merkwürdigen Beinverletzungen. Und wieder ein Maschinengewehr. Ja, ich fürchte so langsam. Mein Salvengeschütz hat auch nicht mehr so viele
Munition. Wobei wir uns das Ding wieder stabilisieren können. Aber klar. Richtig. Schauen wir hier nochmal vorbei. Da liegen Maschinengewehre und Maschinengewehre. Salvengeschütz. Wir sind wieder voll. Schön. Und hier ist jetzt auch keiner mehr. Nee, wie gesagt, Shantytown. Elizabeth, wie kommen wir denn jetzt nach Shantytown? Ich habe keine Ahnung. Und ich fürchte, dass diese eine Tür nicht mehr zu gebrauchen ist. Hier, oder? Kommen wir jetzt hier durch? Nein, es ist abgeschlossen. Oh, da vielleicht doch jetzt hier durch die Fabrik. Was war das denn jetzt hier? Was bist du denn hier? Wahrscheinlich Munition, aber ich habe genug davon. Dann lass uns das doch jetzt mal hier durch versuchen. Hm? Kannst du oder kannst du nicht? Immer noch nicht. Oh, shit. Oh, Salze. Salze nehmen wir mal mit. Dankeschön. Kommt man darüber gesprungen? Wahrscheinlich nicht. Wo gab es denn sonst noch einen Durchgang? Also in den Good Time will ich doch nicht mehr. Ach, das ist Shantytown. Steht drüber geklickt. Ach, Mann. Ich renne quasi 50 Mal dran vorbei. Shantytown war früher mal was? Kann ich von hier aus nicht mal lesen. Ah. Geht's da runter? Ja, aber nur nach ganz unten. Das wollen wir nicht. Ein Dollarbill. Oh, wie schön. Gesundheit habe ich voll. Salze habe ich voll. Aber Munition für einmal unser Salvengeschütz. Das wäre schön. Wie? Ich habe schon 32 dabei. Tatsache, ich habe 32 dabei und damit bin ich voll. Okay. Und noch für meine Schrotflinte bin ich auch voll. China Broom Schrotflinte heißt die übrigens. Wusste ich gar nicht. Na gut. Ich habe 1100. Vielleicht können wir uns hier sogar auch nochmal was kaufen. Okay. Kann das sein, dass ich mir einfach diese Teufelssachen kaufen muss, weil ich ansonsten nichts bekomme? So, und jetzt habe ich Folgendes gehört. Wenn ich die Beherrschung auf einen Dollarbill oder so anwende, dann droppen die Geld. Das ist so? Ach, das ist jetzt eine Falle gewesen? Toll. Ich habe nicht mal genug Salz. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wollte es doch nur mal ausprobieren. Ich weiß, da vorne irgendwo sind Salze. Huch, nicht abducken. Da. So, wunderbar. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ich wollte es doch nur probieren. Und da ist auch noch Salz. Tara, tatsächlich. Oh, wunderbar. Ein bisschen. Hier, für die Kasse. Danke. Kann ich gut gebrauchen. Sehr schön. Und da es da nicht weitergeht, geht es ganz sicherlich hier weiter. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Ich... Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Ach so. Also wenn sie auch nicht weiß, wo ihr Finger geblieben ist oder ihre Fingerkuppe.
Oh, scheiße. Ich brauch Deckung. Elizabeth! Hier! Sehr schön. Alle Beine? Meine Güte, ist der haltbar. Oh. Okay. Ach so, solange der unter meiner Kontrolle ist. Boom. Alles klar. Ich glaube, das war jetzt doppelt und dreifach gemoppelt. Da wäre ein Waffenautomat gewesen. Okay, den habe ich jetzt nicht sofort gesehen. Ich wollte definitiv erstmal ganz schnell für mich eine Deckung haben. Auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen Rambo-mäßig einfach nach vorne gestürmt bin. So, was haben wir denn da? Eine Panzerfaust. Auch schön, aber ich mag die Waffen, die ich habe. Tatsächlich sogar sehr gerne. Mehr Maschinengewehre. Ich glaube, ich hätte ihn gar nicht. Ich glaube, ich hätte ihn gar nicht mehr hinterher töten müssen, oder? Wäre er nicht so oder so zerplatzt? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ein Verkaufsautomaten. Gut. Vielleicht finde ich noch Salz. Gib mir Geld. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Oh. Der hat gar nichts gedrückt. Gedroppt. Naja, gut. Aber ich kann hier Boosts kaufen. Das ist schön. Ich fände meine Munitionsvergrößerungen super. Mehr Munition für... Nee, die Pistole bestimmt nicht. Nein. Panzerfaustschaden... Da hätten wir mal einen Schadensboost nochmal für die Schrotflinte. Und schnelleres Nachladen für die Schrotflinte. Und einen Schadensboost fürs Salvengeschütz. Mhm. Ja, das Salvengeschütz ist etwas, worauf ich am ehesten verzichten würde. Also, wenn ich mich zwischen den beiden Waffen entscheiden würde, würde definitiv die... Schrotflinte gewinnen und statt des Salvengeschützes würde ich gerne entweder ein Scharfschützengewehr oder einen Repetier oder einen Karabiner oder sowas haben. So, was hätten wir denn sonst noch so? Also, nehmen wir mal nicht, nehmen wir lieber den hier. Hier. Dann, schnelleres Nachladen ist sicherlich sinnvoll. Das ist alles ausverkauft. Das war's schon? Oh, okay. Und für den Karabiner können wir hier auch nichts wählen. Panzerfaust. Salvengeschütz, ne. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal. Und droppt er jetzt Geld? Bitte, ich hab das extra auf dich angewendet. Oder habe ich gerade was Falsches angewendet? Ich habe nicht genug Salz. Na, herrlich. Nun denn. Und hier geht's rauf und runter. Jetzt können wir uns ja nochmal hier ganz in Ruhe umgucken. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas zu looten. Oh. Was denn? Oh, da wären auch Frachthaken gewesen. Oh, wie unangenehm. Da wäre ich aber sehr geschwebt. Wollen wir uns den Waffenautomaten mal holen, nur für den Fall der Fälle? In Ordnung. Mhm. Nur für den Fall der Fälle, dass hier jetzt gleich nochmal was kommt. Ich glaube, ich nehme mal das Maschinengewehr mit. So, hier kann ich nämlich dann auch noch ein bisschen mehr Munition für mitnehmen. Sehr schön. Warum immer... Oh, warum sagt sie... Oh, verstehe ich nicht.
105 Munition ist nämlich richtig nice. Kann ich noch nicht mal mehr was aufnehmen von. Cool. Sehr schön. Und weiter geht's. Wo sind wir denn hier?